Hallo, mein lieber Krebs, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Heute schauen wir uns den Monat September an, lieber Krebs. Wir schauen uns an dein Hauptthema. Was kommt, mit was du rechnen musst, der Rat der Karten, auf was du Acht geben solltest und wie immer dein persönlicher blinder Fleck. Das heißt, was ist dir im September nicht bewusst und solltest du vielleicht mehr Beachtung schenken? Lieber Krebs, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, es kann nicht für alle passen, das ist auch völlig in Ordnung. Nimm nur die Botschaften, die für dich sind. Es kann sein, dass vielleicht nur eine Botschaft für dich ist, vielleicht sind mehrere Botschaften für dich. Nichts zusammenbasteln, ganz, ganz wichtig. Falls du das Gefühl hast, du brauchst einmal ein persönliches Reading, biete ich das an auf meinem Etsy-Shop. Link ist weiter unten. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch. Dieses Mal beginne ich mit einer Orakelkarte. Ich schaue mir mal die Energie an und was du wissen musst. Schauen wir mal. Krebs bitte. Krebs bitte. Ja, kommt sie schon. Oh, sehr gut. Höhere Perspektive. Gib deine begrenzte Sichtweise auf und verschiebe deine Energie in eine höhere Perspektive. Ja, ich nehme auch ganz fest wahr, vielleicht sind deine Ziele zu klein. Hast du dir das schon mal überlegt? Vielleicht gibst du dich zu schnell zufrieden und könntest aber viel mehr haben, was dich viel mehr bereichern würde. Im Beruf und in der Liebe. Du brauchst mehr, das ist dir vielleicht nicht bewusst. Du darfst höhere Ziele im Leben haben. Ich habe auch das Gefühl, viele brauchen das eigentlich. Um wirklich innere Zufriedenheit zu bekommen, brauchst du mehr. Die Ziele, die du bisher hattest, die sind zu klein. Überleg mal, also wirklich, mach dir Gedanken darüber. Schauen wir weiter. Was ist sonst dein Hauptthema? September, Krebs bitte. September. September, Krebs. So. Sieben der Schwerter und Bube der Kelche. Ja, ich sehe, du möchtest gerne einen Neuanfang. Und zwar einen Neuanfang, der aus dem Herzen herauskommt. Der mit Liebe gefüllt ist. Liebe zum Beruf. Liebe, generell Liebe. Die wahre Liebe. Aber hier ist etwas, sieben der Schwerter. Ein Betrug, eine Lüge, etwas, was nicht ehrlich ist, steht im Raum. Und das blockiert, vielleicht spürst du das. Kann sein, dass jemand in deinem Umfeld nicht ehrlich ist, nicht authentisch ist oder dich vielleicht sogar hintergeht. Das kann natürlich auch eine Energie aus der Vergangenheit sein, die aber immer noch präsent ist. Luftenergie und Wasserenergie, vor allem Wasser, ganz stark. Ich nehme auch wahr, dass bei einigen von euch vielleicht die Hand gereicht wurde, aber die ist nicht echt. Oder ihr habt Angst, dass sie nicht echt ist. Also nimm wirklich das, was passt. Was haben wir hier? König der Kelche. Hör auf dein Gefühl. Das erste Gefühl ist meistens das Richtige. Ich habe auch stark das Gefühl, irgendjemand spielt falsch. Aber doch liegt hier die Chance auf Liebe. Eben Liebe generell oder Liebe zum Beruf. Zufriedenheit. Schauen wir mal genauer hin. Warum? Neun der Münzen. Vielleicht hast du auch Angst, dass man dir die Unabhängigkeit wegnimmt, wenn du dich auf das hier einlässt. Dass du dich dann verlierst. Dass du vielleicht dann dich selber belügst oder dass du betrogen wirst. Ich sehe auch eine Angst, sich selber zu verlieren. Ganz klar. Schauen wir mal weiter. Sehr interessant bis jetzt.
Was kommt? Mit was musst du rechnen, lieber Krebs? Mit was musst du rechnen? Mit was musst du rechnen? Oh, der Magier. Sechs der Stäbe. Eine bitte. Oh, zwei der Kelche. Zehn der Kelche. Wow. Ganz, ganz, ganz gut. Wirklich ganz gut. Schauen wir zuerst hier. Etwas nimmt Fahrt auf. Deine Karte, der Wagen. Krebsenergie. Entweder hast du selber mit einem Krebs zu tun oder es kommt etwas in Gang. Im September geht es vorwärts. Falls du offene Fragen hast, werden diese beantwortet. Falls du das eine Zeit lang das Gefühl hattest, du bist blockiert und du weißt nicht genau, wo der Weg hingeht oder was aus mit dir und deinem Gegenüber wird. Es geht voran. Etwas kommt in Gang. Plötzlich und ganz schnell kann es Fahrt aufnehmen. Es ist eine sehr schnelle Karte. Vielleicht hattest du jetzt ein bisschen Ruhe vor dem Sturm, weil es kommt etwas. Sei gefasst. Weil ich sehe auch, du bist etwas am Manifestieren. Du manifestierst etwas unglaublich. Du wünschst dir etwas, du hast ein Ziel, ich nehme auch Visionen wahr. Vielleicht wird dir eben klar, dass du früher zu schnell zufrieden warst und dass es gar nicht echt war, diese Zufriedenheit, dass du eigentlich mehr möchtest und du hast dich vielleicht auch nie getraut, mehr zu verlangen, dir mehr zu wünschen. Liebe oder Beruf, das ist jetzt egal, einfach generell. Das würde zu dem hier passen. Du willst mehr. Und weißt du was, wenn der Magier kommt, das ist auch eine Karte, die zeigt auf, deine Vision ist möglich. Du hast alles, was du brauchst. Du musst diese Werkzeuge, die Türen nur öffnen und benutzen. Weil hier kommt jemand auf dich zu. Sechs der Stäbe könnte auch eine Nachricht sein. Aber eine positive Nachricht. Etwas kommt auf dich zu, eine große Chance. Das kann eine neue Idee sein. Das kann eine Person sein oder vielleicht sogar eine neue Anstellung. Etwas kommt, was dir unglaublich viel Glück bringen wird. Damit du eben das höhere Ziel besser erreichen kannst. Weil hier zwei der Kelche, Vereinigung, Verträge, emotionale Bindung, Verträge, Entscheidungen, positive Entscheidungen, die man aus dem Herzen trifft, zwei der Kelche. Kann sein, dass einige von euch in eine Beziehung kommen werden oder die nächste Ebene, falls du schon in einer Beziehung bist, dass die nächste Ebene kommt. Das kann Zusammenziehen sein, Heirat. Vielleicht zusammen ein Geschäft eröffnen, das ist für jede Person etwas anderes. Einfach einen Schritt weiter. Also wirklich ganz schöne Karten, weil hier mit 10 der Kelche absolutes Glück, Jackpot, sage ich nur, wirklich. 10 der Münze, 10 der Kelche. Vielleicht entscheiden sich wirklich einige von euch, eine Familie zu gründen oder eben zu heiraten, ein eigenes Geschäft aufzumachen, wirklich einfach zu leben, etwas, was einem wirklich erfüllt, was man sich von Herzen her wünscht. Große Liebe sehe ich hier, aus dem Herzen heraus. Man kann sich entfalten. Also wirklich pures Glück. Ich habe wirklich das Gefühl, diese Angst, dass man dir die Unabhängigkeit wegnimmt, dass man dich einsperrt, lässt du los
und du öffnest dich. Kann natürlich auch dein Gegenüber sein, der Angst hat, dass er seine Unabhängigkeit verliert. Dreh es immer so, wie es passt. Aber schauen wir mal mit den kleinen Karten rein, weil Energie ist unglaublich schön. Der Magier. Ja. Ich habe auch das Gefühl, diese Vision, diese Idee in deinem Kopf, dass du mehr willst, mehr vom Leben, wirklich mehr verdient hast, wird dir plötzlich unglaublich schnell klar. Kann auch sein, dass der Auslöser durch ein Luftzeichen ist, Ritter der Schwerter, durch ein Gespräch, durch irgendeine Botschaft, die du vielleicht plötzlich so an den Kopf geworfen bekommst. Warum 6. Stäbe? Warum diese Nachricht? Ja, Wasserenergie und Feuerenergie. König der Stäbe könnte jemand sein, der selbstständig ist oder so eine Ausstrahlung hat, sehr autoritär, sehr leidenschaftlich ist und sehr ungeduldig. Neigt dazu, dass er die Zügel in die Hand nehmen möchte und er bestimmen möchte. Und er mag nicht gerne das Wort Nein. Also irgendeine Person mit diesen Eigenschaften könnte auf dich zukommen. Und mit Bube der Kelche, Wasserenergie, habe ich wirklich das Gefühl, diese Person möchte den nächsten Schritt mit dir wagen, in die Tiefe gehen. Vielleicht war es vorher nur oberflächlich oder zaghaft oder man ist wie nicht richtig vorwärts gekommen. Weil hier geht es in die Tiefe. Falls du jetzt sagst, Liebe ist gar nicht mein Thema, sondern Beruf. Kann es natürlich auch sein, dass eine Person auf dich zukommt und dir ein Angebot machen wird. Etwas, was dich erfüllen wird. Oder du baust etwas zusammen mit jemandem auf, der diese Eigenschaften hat. Schauen wir mal, warum 2. Kelche. König der Kelche. Wasserenergie. Man lässt sich fallen, nehme ich ganz stark wahr. Man geht diese Verbindung ein. Und ich habe ganz stark das Gefühl, das ist der erste Schritt, dass man wirklich ein tiefes, emotionales Band knüpfen kann. Wenn du jetzt sagst, ja nein, aber ich bin ja Single, ich habe ja niemanden, könnte hier wirklich jemand kommen? Wasserenergie sehe ich stark. Und diese Person gibt dir alles. Aber du bist vielleicht bezüglich Untreue oder Angst von Abhängigkeiten, dass du deine Unabhängigkeit verlierst, blockiert. Oder dein Gegenüber natürlich. Zehnter Kelche. Warum 10. Kelche? Ja, das gibt dir ein kompletter Neustart. Neuanfang. Neuer Kreislauf in der Liebe, nehme ich ganz stark wahr. Wahre Liebe, tiefe Liebe. Unglaublich, also wirklich schöne Karten. Schauen wir noch weiter. Lieber Krebs, was kommt sonst noch? 2 Karten. Jetzt sind 3, egal. Wow, 4. Stäbe. Es wird nur besser und besser. 9. Kelche. Nein, unglaublich. 4. Kelche. Also dieser Monat, ich habe jetzt einige Readings durch und ich glaube, du hast bis jetzt das Beste, muss ich dir wirklich sagen. Unglaublich gut. Weil hier 4. Stäbe, man ist bereit, etwas aufzubauen. Es kann wirklich auch in Richtung Hochzeit, Verlobung gehen. Vielleicht noch nicht jetzt, aber in der Zukunft. Etwas Stabiles. Etwas, ich nehme auch unglaubliche Stabilität wahr, wie ein Panzer. Also man baut etwas auf, das Gleichgewicht stimmt, es stimmt alles.
Also wenn du wirklich sagst, du hast noch niemanden, könnte jetzt bald wirklich jemand kommen. Du musst einfach diese Angst loslassen hier. Weil diese Person, diese Verbindung, oder wenn du dich wirklich beruflich weiterentwickeln möchtest, deine Berufung ausleben möchtest, du wirst Erfolg haben. Du baust etwas unglaublich Großes auf. Neunter Kelche, Wunscherfüllung. Du wirst deinen Traumpartner haben, dein Traumprojekt, dein Traumhaus, was auch immer. Das, was du dir wirklich wünschst. Und ich habe auch ganz stark das Gefühl, lieber Krebs, du bekommst das, wenn du bereit bist, diese kleinen Ziele loszulassen. Wirklich anzuerkennen, ohne Schamgefühl, dass du mehr willst. Dass du das auch verdient hast. Dann, ich habe das Gefühl, dann lässt du eine Energie frei, dann gibt es wie eine Kettenreaktion. Wirklich unglaublich. Neunter Kelche, Wunscherfüllung. Und mit vierter Kelche, ich habe das Gefühl, bei vielen werden dann noch einige an die Tür klopfen. Aber du bist dir so sicher mit dieser Person hier oder mit dieser Situation, dass du einfach zurücklehnen kannst und nur den Kopf schütteln kannst und Nein, danke sagen wirst. Und das ist ja nicht typisch Krebs, oder? Krebs können sehr schlecht loslassen. Die wollen gerne mehrere Strohhalme haben, falls etwas nicht klappen wird. Das ist ein bisschen typisch Krebs leider, weil sie halt vielleicht unsicher sind oder gewisse Dinge im Unterbewusstsein spüren, dass vielleicht etwas doch nicht so toll ist und sie möchten wie einen Plan B haben, blöd gesagt, jetzt ganz, ganz, du weißt, wie ich meine. Aber diese Verbindung gibt dir so eine gute Kraft, ein Sicherheitsgefühl und du wirst dich geborgen und frei fühlen gleichzeitig, habe ich das Gefühl, dass du andere Angebote nicht, gar nicht mehr ansiehst, nicht mal mit der Wimper zuckst, also wirklich unglaublich, weil du auch deinen Wert kennst und du weißt, was du willst. Wirklich schön. Also ganz toll. Schauen wir mal. Ja, ich habe neun der Schwerter. Du lässt Ängste los. Komplett. Du nimmst diese Chance an, diese Verbindung, diese Liebe. Vierter Kelche. Ich habe auch stark das Gefühl, vielleicht hast du mehrere Angebote, mehrere Verehrer, Verehrerinnen. Aber du wirst diese Person erkennen. Vielleicht nicht auf den ersten Blick, vielleicht auf den zweiten oder auf den dritten. Aber wenn du diese Angst loslässt und bereit bist, dir höhere Ziele zu setzen, wird etwas freigesetzt, ganz klar. Nehmen wir noch vierter Kelche, warum? Ja, du willst nichts anderes, weil du weißt, das ist dein Schicksal. Das ist für dich bestimmt. Unglaublich gut. Wirklich. Und Krebs hat wirklich Mühe, mit alten Sachen loszulassen und nicht noch im Hinterstübchen auf Pause gedrückt lassen, sage ich jetzt mal bös gesagt. Aber hier weißt du es, das ist für dich bestimmt. Das gehört dir und wird dir nicht davonlaufen, weil es zu dir gehört. Wirklich schöne Energie. Ganz, ganz schön. Schauen wir mal, lieber Krebs, was ist denn der Rat der Karten? Was solltest du tun? Ich denke, du musst wahrscheinlich einfach diese Kraft haben, höhere Ziele zu haben und eben diese Angst, also diese Unabhängigkeit verlierst, loslassen. Ja. Fünf der Münzen. Ich habe auch stark das Gefühl, dass du vielleicht mit einigen Menschen, auch wenn es im ersten Moment etwas wehtut, den Kontakt abbrechen solltest, die dir nicht gut tun. Begib dich nur mit Menschen,
wo du dich wirklich involviert fühlst. Weil das ist auch eine Karte, dass man sich ein bisschen außen vor gelassen fühlt. Fünfte Rad am Wagen. Man wird nicht involviert in Dinge, vielleicht in das Leben deines Gegenübers. Man ist nur ein Anhängsel, weißt du, wie ich meine? Lass das los. Wenn du das Gefühl hast, dann ist die Person die falsche. Ganz klar. Deine Botschaft. Was ist dir nicht bewusst? Was ist dir nicht bewusst, lieber Krebs? Uiuiuiuiuiuiui. Dir ist nicht bewusst, dass du deinen Seelenpartner entweder schon getroffen hast oder bald treffen wirst. Aber du blockst das selber noch. Zehn der Stäbe, etwas blockiert dich, du blockst das noch. Wahrscheinlich bezüglich dieser Angst. Dass dir nicht bewusst, dass du selber die Energie zu dieser Person oder zu dieser Situation blockierst. Lass Altes los. Denk an das, was ich jetzt vorher gesagt habe. Wenn du das Gefühl hast, du bist nur ein Anhängsel, du wirst nicht involviert, du fühlst dich einsam oder außen vor gelassen, dann ist das ein Zeichen. Blockaden blockieren deinen Seelenpartner hier, Hohepriesterin. Weil Seelenpartner ist schon in deiner Energie. Vielleicht hast du diese Person noch nicht getroffen. Kann natürlich auch sein, ich nehme auch wahr, einige von euch werden das erst Ende Jahr diese Energie spüren, weil Zeit ist ja grundsätzlich fließend, auch wenn ich mich jetzt auf September fokussiert habe. Lass Blockaden los, weil du hast einen freien Willen und du entscheidest, wann diese Person kommen kann. Ja, also extrem schöne Energie. Nehmen wir noch eine Orakelkarte. Lachen. Ich glaube, das ist auch wieder ein Hinweis, dass du dich mit Menschen umgeben musst, die dir ein unglaubliches gutes Gefühl geben. Ich weiß nicht, es gibt doch manchmal Menschen, wenn du die triffst, ist es ein gutes Gefühl. Und wenn sie dann gehen, wenn du dann gehst, fühlt sich plötzlich so wie seltsam an oder wie ein Ballast oder wie ein Stein im Magen. Das ist ein schlechtes Zeichen. Fokussiere dich auf die Menschen, wenn ihr euch trefft und dann jeder seinen Weg geht und du eine Leichtigkeit verspürst, ein inneres Feuer, eine Zufriedenheit. Das sind die Menschen, mit denen du dich abgeben solltest. Dankbarkeit und Wertschätzung. Vielleicht musst du auch mehr zeigen, dass du die Menschen um dich herum, dass sie dir wichtig sind. Vielleicht hast du das ein bisschen vernachlässigt oder einige von euch. Nehmen wir noch so eine. Zum Schluss, die sind ganz süß. Ja, Zuneigung. Kommunikation. Jemand wird dir Zuneigung zeigen. Über Gefühle sprechen. Also wirklich, lieber Krebs, unglaublich gute Energie. Ich hoffe, dass das für ganz, ganz viele eintreffen wird. Kann natürlich auf Ende Jahr auch sein. Also wirklich nimm die Chance an, weil am Schluss entscheidest du, welche Türen du öffnest und welche du schließt, welche Wege du gehst und welche Chancen du an dir vorbeiziehen lässt, weil du entscheidest am Schluss. Ja, lieber Krebs, danke dir fürs Zuschauen. Lass doch ein Like da, abonniere meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.